Hallihallo und herzlich willkommen. Ah ja, guck mal, wie das aussieht. Ja, warum sieht es so aus? Ja, wir sitzen ganz normal. Vielleicht, weil du die Kamera noch hättest anders hin. Ja, besser, oder? Weil du hast, ja. Ja. Verstellt, ja, alles. Ja, ich habe alles verstellt, genau. So besser? Ja. Okay, dann herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Herzlich willkommen zum Wimmelbild Mittwoch. Ja, wir sind im Haunted Hotel der Ewigkeit. Ja. Ist das auch nicht. Ja, Entschuldigung, wenn ich du meinst zu laut, ja. Solche. Ich weiß auch nicht, ich habe Musik habe ich schon komplett runtergestellt. Ja, will er nicht. You must. Wir müssen gar nichts. Wir müssen gar nichts, so. Aber so ist, glaube ich. Ist besser. Gut, dann ich weiß zwar nicht, aber ja. Das sehen wir jetzt gleich. Dann auf normal. Oder individuell. Die Glitzern brauchen wir nicht. Plusgegenstände, ja, können wir machen. Das brauchen wir nicht. Ja, das können wir machen. Hilfreiche Texte. Die Einführung brauchen wir nicht. Tipps benutzen lassen wir. Ja, das ist. Ja, okay. Okay. Pay whenever you're ready. Wer ist das denn? I need your help. I can pay you $100,000. Meet me at Sherman Park. Dun, dun, dun. Aha. Ich ahnte ja nicht, dass dieser Mann möchte, dass ich den Shop. Job sofort beginne. Ja. Okay. Machen wir das mal hoch. Okay. Gehen wir davon aus, dass wir da noch einen Code brauchen. Vielleicht gehst du auch einfach auf Info. Was willst du denn? Mann, da! Okay, so. Gott. Ja, Entschuldigung. Da, guck mal, wie es hier drin aussieht. Ja. Kompass. Kompass, Kopfhörer, Film, Globus, Stern, Lotterielos, Handabdruck und Kassette. Ja. So, Busch. Und dann muss man wahrscheinlich diese da oben ist noch ja, Ausweis Privatdetektiv. Okay. Ja, dann muss aber einfach so mit ihm quatschen. I knew you'd come. I'm Kevin Reynolds. It's a pleasure to meet you in person, Detective. Okay, er macht nicht einfach automatisch weiter, okay. Ich wusste, dass Sie kommen würden. Ich bin Kevin Reynolds. Es ist mir eine Freude, Sie persönlich kennenzulernen, Detective. However, I would like to confirm your identity first. Any form of government ID will do. Ich hätte jedoch gerne eine Bestätigung Ihrer Identität. Ein behördlich ausgestellter Ausweis genügt. Dann. Wahnsinn. The job is very simple. I just need some extra security. Here's your contract. I'd prefer to get any formalities out of the way. Der Job ist recht einfach. Ich brauche nur jemanden, der mich beschützt. Dies ist Ihr Vertrag. Ich möchte die Formalitäten gerne erledigt wissen. Thank you. Sorry for the red tape, but I had to. Danke, tut mir leid für den Papierkrieg. Der muss nun mal sein. Bababab. Der Vertrag geschlossen am heute.
Ja, genau. 8. des Tages, September, okay. 78 zwischen mir. Ja, da ist er, Dings. Und dem Professor Kevin Reynolds bestätigt hiermit, dass der Angestellte für den Arbeitgeber, der Angestellte verpflichtet sich, A, das Leben des Arbeitgebers unter allen Umständen zu beschützen, andere mögliche Maßnahmen zur Gewährung der Sicherheit des Arbeitgebers durchzuführen, zur Entbindung des Arbeitgebers von jeglicher Verantwortung für das Leben des Angestellten. Also A und B würde ich auf jeden Fall machen. Ja, wenn uns was passiert, dann ist er die Schuld, oder was? Okay. Ja, aber wir... Ja, und doch, schreib einfach schon mal. Na, okay, wir müssen also C auch an. Nächsten Mal. Oh, it's time for my speech. Just secure this area. Tobias's detail has the rest covered. Oh, Zeit für meine Ansprache. Sichert sie einfach diesen Bereich. Tobias Team hat den Rest unter Kontrolle. Mhm. Aha. Ja, wart's nur ab. Erst gleich hin. Thank you. To begin with, I would like to say how very. Bye bye. Dort oben ist ein Scharfschütze. Ich muss Reynolds von hier fortbringen. Ist wahrscheinlich. Ja, genau. Erstmal alles mitnehmen. Ja, mit den Handschuhen kannst du vielleicht den. Ja. Auch mit den Handschuhen? Aha! Da muss man dann irgendwas festschrauben. Gut. Okay. Jetzt kannst du bestimmt den. Damit wir auch mal von der anderen Seite gucken können, ne? I don't believe this. They're attacking me in public. Please, you have to get me out of here. My car is over there, but those blasted boxes are blocking the way. Das glaube ich nicht. Ich werde in aller Öffentlichkeit angegriffen. Bitte, bitte, Sie müssen mich von hier fortbringen. Mein Auto steht da drüben. Aber diese verflickten Kisten versperren den Weg. Doofe Kisten. Kann ich das hier nicht mitnehmen? Ja, aber wahrscheinlich kannst du dem irgendwas mit den Kisten machen oder so. Okay. Jetzt aber. Ach, der sitzt ja schon drin. Ja, das. Hat aber gut gemacht. Aber erledigt. Das ist nicht gut. Hallo? You said no one could get past your men. No one should have. Whoever these people are, they're professionals. At any rate, this area is compromised. It's likely they're lying in wait at your house, Professor. But don't worry, I have a backup plan. Tobias scheint den Ort, zu dem wir fahren, für sicher zu halten. Ich kann nichts tun, außer mitzufahren. Tja. Ja. Was mir aufgefallen ist, dass wir genau wieder im Text... Ah, wir sind wieder im Text. Sollen wir ein bisschen uns wieder raufrutschen? Nur ein bisschen, glaube ich. Ah, es ist echt nervig, wenn du nicht weißt. Nicht zu weit oben. So? Ja, ich glaube, so müsste schon reichen. Okay. Und wenn nicht, dann guckst du halt selber nochmal. Genau. Oh, dann quatschen wir halt. Don't worry. We're going to a safe house I've used before. It's an abandoned hotel just outside of town. They'll never find us there. Keine Sorge, Neuer. Wir fahren in einen unserer Unterschlüpfe, den ich schon mal benutzt habe. Es handelt sich um ein verlassenes Hotel am Stadtrand. Dort findet uns niemand. Ich weiß nicht, ob ich mit dem mitfahren will. Ja, ich vertraue dem auch nicht, aber was bleibt uns im Moment übrig? Look at these. I've invested all my time and money to advance medicine and make the world a better place.
Is that really worth killing me for? Warte. Hier ist ein Malbuch, damit sie sich die Zeit vertreiben können. Hier, sehen Sie sich die an. Ich habe all meine Zeit und all mein Geld in den Fortschritt der Medizin investiert, um die Welt zu verbessern. Warum sollte man mich deshalb töten? Kevin Reynolds. Reynolds & Co. unterstützte Projekte. Okay. The Illumination Project explored new possibilities for using the human brain. Projekt Erleuchtung erforschte neue Möglichkeiten, das menschliche Gehirn zu nutzen. Okay. Das war wirklich Wahnsinn, ne? Project Phoenix. We researched ways to induce recovery from mortal injuries. Aha. Projekt Phoenix. Wir suchten nach Wegen, wie tödliche Wunden geheilt werden können. Gar nicht. Can't talk about this one. Suffice to say that we were too ambitious. The rest is classified. Oh, hierüber darf ich nicht sprechen. Es sei nur gesagt, dass wir zu ehrgeizig waren. Der Rest ist streng geheim. Deswegen zeige ich Ihnen trotzdem die Bilder dazu. Ja, damit er uns dann noch töten kann. Jetzt macht das ja noch gar keinen Sinn. Aber wenn er weiß, dass wir zu viel wissen... Ja. Da muss man ja dann eingreifen. Eigentlich will ich davon gar nichts wissen. Ja, ne? Tobias, is this the place? Tobias, ist dies der Ort? Ist das? Der sieht aus wie hieß er? Aus dem ersten. Wir sind auch noch in der Maze-Reihe. Nein, das ist nicht mehr die Maze-Reihe. Nein. Aber er sieht aus Ja, genau. Der. Ach, Mann. Ted. Oder ja, ich glaube, so. Ted, genau. Yep, this is it. Well, everybody out. Ja, das ist er. Dann mal alle raus. Wir sind doch überhaupt kein Stück gefahren. Doch. Also, gefühlt hier von außen habe ich nichts gesehen. Das hat sich so angefühlt, als ob wir ja einfach nur hier drin sitzen, Däumchen drehen, mal eine Stunde warten und dann sagen, ja, das ist der Ort. Genau, ja. Das ist ja so aufregend, dieser Ausflug. Ich sage Reynolds Aktenkoffer und betritt das Hotel. Tobias scheint alles unter Kontrolle zu haben. Ich werde mal nachsehen, in welcher Verfassung Reynolds ist. Das interessiert mich doch nicht. Hier ist sie, das once famous Eternity Hotel. Wait here while I unlock it and turn on the lights. Hier ist es also, das einst berühmte Hotel Ewigkeit. Warten Sie hier, während ich das Licht anschalte. Ja, so dunkel ist es ja auch nicht. My briefcase. It's locked in the trunk. Tobias, warten Sie, ich brauche meinen Aktenkoffer. Er ist im Kofferraum. You mind getting it for him? Our driver Douglas has the code. I'm gonna look around. Make sure no squatters moved in. Just watch him. Alright. Könnten Sie ihn dort herausholen? Douglas, der Fahrer, kennt den Code. Ich werde sicherstellen, dass keine Obdachlosen im Hotel... Obdach, sag ich doch. Obdach. Obdachlosen! Hab ich doch gesagt! Ja, klar. Im Hotel sind. Behalten Sie ihn im Auge, okay? Okay. Okay. Okay, yes. Dun, 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 dun. Okay. So, das gefällt mir gar nicht. Er ist halt kaputt. So, hier müssen wir ja dann... Erst einmal den Code haben. Dann... The professor is dear to me. I don't know where I would be without his kindness. Ich mag den Professor sehr gern. Ich weiß nicht, wo ich ohne seine Freundlichkeit geblieben wäre. Hm. Ja, du musst... Achso, Tobias sagte, dass sie den Code für den Kofferraum haben. Of course, here you are. I've memorized it, so you may keep it. The trunk can be a little tricky, but considering how you did today,
I doubt you'll need my help. Natürlich, hier ist der Code. Ich kann ihn auswendig. Sie dürfen ihn also behalten. Der Kofferraum ist nicht einfach zu öffnen, aber Sie schaffen das schon. Wieso, wie Sie sich bisher geschlagen haben? Danke. Dein Ernst? Achso, die müssen... Irgendwie, was dann doppelt ist oder sowas. Und der dann übrig bleibt, der ist. Das ist dann der richtige Code, ja. Kann ich noch was mitnehmen? Einen Hut vielleicht? Sonnenbrille. Es ist auch scheiße langweilig hier drin. Ja, ja, dann geh halt wieder. Ja, wir können halt doch nichts machen. Ach, nee. Die 1 muss dahin, die 5 dahin. Mhm. Sponsoring-Unterlagen, so. Mr. Reynolds wird öffentliche Rede halten. Hä? Auch noch. Achso, die hat er ja gehalten. Dürfen wir nicht. Wir dürfen es nur angucken. Ich. Da. Sag mal, er wollte doch das Licht anmachen. Ja, da, jetzt ist Licht. Tobias? Hallo? What the? Aua, mein Kopf. Was ist passiert? Genau. Du musst einmal draufdrücken, damit das Aufgabe erledigt weg ist. Tja. Also. Detective, welcome to my humble abode. As you can see, this hotel is hardly accommodating, as the poor professor found out firsthand. But don't let that stop you. Helping nice people is the right thing to do, isn't it? Please, let me go! Help! Do you want to save him? Then you'll have to win my game. Here is your first puzzle. What does Mr. Kevin Reynolds do? No cheating now. Remember, I'm watching you. Have fun. Wie sollen wir denn hier schummeln? Ja, ne? Warte, Kevin Reynolds. Und wenn ich das nicht machen will? Wie lange an der Gastür vorbei. Ja, schön. Dürfen wir jetzt auch mal irgendwas tun hier? Nö. Danke. Da fehlen irgendwelche Dings und da fehlen unten Schlüssel. Ah, da fehlt der Schieber fehlt. Nix funktioniert hier. Da klemmt auch alles. Ein Topf und ein Reißverschluss haben wir jetzt. Und die Kette kriegen wir da wahrscheinlich auch nicht so weg. Nein. Ja, okay. Da brauchen wir Schraubenzieher. Ah, aber ein Magnet. Gut. Man weiß zwar noch nicht genau. Und die Leuchtstoffröhre fehlt. Okay. Ah, jetzt kannst du aber... Ja, ich wollte mir das nochmal an. Das ist okay. Was? Da, den Reißverschluss-Dingens. Ha. Demnächst verfügbar. Ewigkeit. Gemeinsam in eine bessere Zukunft. Ah, jetzt haben wir was zum... Ah, kannst du da... Warte, da... Kannst du da die Leuchtstoff... Ah, nee, okay. Die Bolzen sind richtig festgezogen. Oh Gott. Ja, so dann. Richtig fest. Ah, kannst du da? Ja, genau. Klick, klack.
keine Klingel. Ist das nicht schön? Ja. So, hier ist nichts außer das da. Kannst du mit dem Magnet an der Heizung auch das noch Ding rausziehen? Eine Form. Da haben wir nichts, ne? Ne, da haben wir noch nichts. Bei der, ja, genau, da unten. Ah, guck mal, da haben wir nämlich eine von den Formen schon. Ah, ein Schraubenzieher. Da war doch noch so einiges drin. Ach, macht er schon. Ja. Hey. Ohne mehr Licht fasse ich hier nichts an. Ja, ist ja gut. Dafür brauchen wir dann die... Genau. Okay, also mit dem Dings, mit hier dem Schraubdings kannst du, genau. Kannst du bestimmt jetzt das, die Wasserdingsbums da, die... Dann haben wir mal Wasser. Für was auch immer. Ist Tobias verdampft? Das gibt's doch gar nicht. Der ist der auch hat nicht sich verdampft. Umgezogen. Ja, eben. Es ist doch, da kann mir doch keiner sagen, dass der das nicht ist. Ich hatte das von Anfang an gemerkt, ich habe den gesehen und dachte mir, Ah, eine neue Leuchtstoffröhre. Ja gut. Ah, Entschuldigung. Ah, da muss man bestimmt irgendwas noch da rein tackern. Hier fehlt... Ach so, es fehlen auf beiden Seiten. Deswegen müssen wir die andere noch... auch ab. Aber wir haben dafür ja gar nichts. Nee, noch nicht. Aber wir diesen Griff... Genau. Gips. Ah, den können wir in die Dings dann wahrscheinlich ins Wasser reinkippen. Und warum sollten wir das tun? Damit wir von irgendwas einen Abdruck machen können. Genau. Geht das jetzt dafür vielleicht? Da oben rein? Aha! Ja, mehr ist nicht. Mich wundert es, dass das dann nicht zugeht. Ja. So, jetzt haben wir die zweite Leuchtstoffröhre. Schiebepuzzle. Ja, wir werden das schon irgendwie hinkriegen, ne? Ja, das sieht ja schon mal ziemlich gut aus. Das war eigentlich auch. Ja, das jetzt mal einfach runter. Aber dann schiebt man sich hier. Ja. Ja, jetzt, warte mal. Das runter, das rüber, das wieder rauf. Also es ist alles noch nicht so schlecht. Ja. Mhm. Und dann? Nee, ich hätte das jetzt wieder zurück, das rüber, das runter, das hier rüber. So. Jetzt kannst du das rüber, das rauf, jetzt kannst du das rüber. So. Jetzt das runter, das rüber. So. Jetzt kannst du das rauf, die zwei rüber. Oder hätte ich jetzt nicht das hier? Nee, hol das rüber. Jetzt, ja. Ja, und dann kommst du aber dann. Ja, du und die, wie sollen wir jetzt da jemals dahin kommen? Das rauf. Das rüber, das runter, das rüber, das rauf, das rüber, das runter. Kannst du das rüber? So. Genau. Und jetzt kannst du die beiden rüber, so, das, also jetzt, Es muss doch irgendwie... Ja, irgendwie geht es. Irgendwann haben wir es. Und dann sind wir bekloppt geworden. Ganz genau.
Das kann ich so stundenlang machen. Ja, ne? Oder wir lösen es dann einfach. Wir wissen ja, was rauskommen muss. Das ist auch schon nicht schlecht gewesen. Ja. Aber ich hätte es halt schon gerne. Ja, ich weiß. Aber das ist bei den Dingen, du musst auf eine bestimmte Art und Weise angefangen haben, weil sonst musst du wieder so und so viel Dings zurück. Lass denn nicht einmal. Weißt du, man möchte am liebsten das eine Teil rausreißen und die richtige rechte Stelle schieben. Auch nicht schlecht. So hatte ich es eben schon. Mhm. Ja, wenn ich geh's auf lösen. Yay. My dear detective, I hate to be the one to break this to you, but that bumbling professor isn't as innocent as he claims. He wasn't lying when he said he gave his time and money to those experimental projects. But did he mention those projects were illegal? What if I told you that innocent people suffered because of one? Which leads me to my next question. Which project do I speak of? Think carefully before you answer. Lives depend on it. Aha. Wir kommen da wahrscheinlich noch nicht vorbei, oder? Doch, wir haben ja ausgeschaltet. Er tritt die Hotelbar. Okay. Ein Schalter. Das ist fest gerostet. Okay, jetzt brauchen wir wieder Öl oder so. Guck mal, ein Besen, da kommt der Schalter wahrscheinlich rein. Dass er sofort auch funktioniert? Ja, ne? Da brauchen wir bestimmt eine Heckenschere oder irgendwie sowas. Das Papier riecht ein wenig nach Chemikalien. Ob darauf etwas mit unsichtbarer Tinte geschrieben wurde? Dun, dun, dun. Leicht. Wir wissen es nicht. Hier stehen jede Menge unbeschrifteter Chemik. Ach, dafür brauchen wir wahrscheinlich den hier. Ja, damit wir dann wissen, was wir damit überhaupt alles anfangen können. Ja, wahrscheinlich. Weil vorher kann man sich das Messer nicht nehmen. Gar nichts. Gut, das ist das. Oh, voilà. Tschatschink. Wie wunderschön. Wie, der Besen funktioniert nicht. Kann ich den Kopf mitnehmen? Wir haben jetzt nochmal so einen Griff. Dann gehen wir halt wieder zurück. Wir können auch ganz raus, weißt du? Ja, wir gehen nach Hause. Soll er doch machen mit dem Hampelmann, was er will. Ach, guck mal. Da ist nochmal eine Chemikalie. Ah, okay. Da fehlt uns der Würfelschlüssel. Ja. Hier haben wir, glaube ich, noch was ist das? Geheimtintenentwickler, jetzt. Haha, jetzt können wir ja auch gucken. Drauf da machen wir es so nass, dass wir gar nichts dann lesen können. Genau. Aha, Rostschutzmittel können wir uns jetzt dann damit. Das nicht ein bisschen dann für. Es ist da hinten was kaputt gegangen. Vielleicht löst das Gasbahnvorstellung aus. Ja, ganz, ganz heftige. Also. Erstmal die Etikett abkratzen. Also. Und dann den. Genau. Das da. Ja. Und dann war. Kannst du nochmal drauf gucken. Ah ja. Die mit dem Trichter von dem roten und von dem grünen. Wir brauchen erst den Trichter. Kannst du da irgendwie mit dem Messer? Genau.
Wofür habe ich denn den? Ja, auch abgeben, das kommt vielleicht jetzt noch. Ah, das ist. Ah. Ach, das ist eine Sprühflasche. Das Sprühdings bitte und dann zumachen und dann. So, und jetzt können wir. Oh, das ist Wahnsinn. Und leuchtet. Unglaublich. Ah. Experiment fehlgeschlagen, das gefällt mir schon mal gar nicht. Vor allen Dingen. Das ist bestimmt der Tobias, der fehlgeschlagen ist. Genau, der Tobias ist fehlgeschlagen. Oder die, das ist bestimmt irgendwie der Sohn oder der weiß nicht, irgendwie. Die Kette ist zu kurz, deshalb müssen wir von drinnen wahrscheinlich uns die andere Kette dann holen, ja. Aber jetzt haben wir den Schlüssel, ne? Damit müssen wir wahrscheinlich irgendwann jemanden erschießen. Genau, oder. Das klingt schon richtig toll. Oder ein Seil irgendwo hochschießen oder sowas. Es ist wirklich richtig, richtig toll. Ja. Das ist das auch ist richtig die... toll. Ja, dass da Sachen im Kronleuchter hängen. Klick. Ein Teil der Statue fehlt. Okay. Gut, dann kann man da halt hier nichts machen. Da fehlt irgendwie ein Kabel. Womit hat der Professor Reynolds das verdient? Tja, das werden wir herausfinden. Ach, guck mal, ist das jetzt nochmal ein... Da fehlt eine Sicherung. Der steckt fest. Und, ja, alles... Ah, jetzt haben wir einen Pfeil für... Die Armbrust. War mir das nicht klar, dass wir den runterschießen müssen? Nicht gut genug. Nein, ich muss wahrscheinlich... Mehrere Dings treffen. Das ging gar nicht. Ach. Ja, es tut mir leid. Wie viele Pfeile hatten wir denn überhaupt möglich? War der überhaupt festgekettet? Ah, nein, der ist immer da hinten in die Wand und dann haben wir den wieder geholt. Dann halt's Maul. Wie geht das? Bitte, der hat den Mund verklebt. Vorhin hatte er schon den Mund verbunden, jetzt hat er ihn verklebt. Und der kann trotzdem... Hilfe, Hilfe, kann mir jemand helfen? Hilfe, Hilfe! Ja, da ist... Irgendwo ist dann ein Loch. Man müsste den unter Wasser halten und dann steigen die Bläschen und dann kann man das vielleicht nochmal schließen. Nochmal ein bisschen versiegeln, meinst du? Weil da kann er durchreden. Durch einen Schlitz. Aber das sieht man halt nur, wenn man den unter Wasser... Genau. Ah, yeah. Und mit Flickzeug. Ja, genau. Nachhilfe. Und weil Tobias ist ja sowieso das Projekt Experiment fehlgeschlagen, kann das halt nicht. Ja. Aber das ist schamlos. Ich weiß auch nicht. Ist das alles? Achso, wir können jetzt noch mehr nehmen. Okay, also. Wir können jetzt noch mehr nehmen, einen Eimer. Ja, und den komischen Fleck. Und eine Feder. Also genau. Also. Und einen Feuerlöscher. Da dieses Ding wahrscheinlich. Ah. Können wir die Werkzeugkiste noch. Da mit der Kneifzange kriegen wir jetzt dann auch das Ding. Ach, guck mal. Ja. Köpsel ziehen. Aber das ist Magnet. Ja. Wir genau. Brauchen. Wir können da jetzt gerade nichts machen, oder? Ach, guck mal, hier ist auch noch was gewesen. Da fehlt auch noch ein Lichtschalter. Okay. Aber das wir haben. Das ist eine Schwanenfigur. Ja. Wir haben jetzt aber die. Achso, ein Anmeldeformular. Was genau ist Projekt Ewigkeit? Ja. Warum liegt hier eine Kinderzeichnung? Oh Gott. Vielleicht auch Kinder. Wahrscheinlich ist
Tobias, das ist wieder als kleines Kind, wahrscheinlich. Irgendwie ist das doch immer. Irgend so ein Dings. Also, wir können mit der Kneifzange. Ja, mit der Kneifzange genau eins zurück. Können wir doch bestimmt jetzt da. Genau. Gut. Ja. Jetzt brauchen wir. Wahrscheinlich von dem Waschbecken, da ist auch nochmal eine Kette. Genau. Aber da können wir noch nicht viel machen. Ja. Was können wir denn mit dem Besen machen? Ja, den können wir jetzt kaputt machen. Dann haben wir einen Schlagstock. Aha. Müllaufsanger. Bootshaken. Bootshaken haben wir jetzt. Da können wir entweder. Bootshaken! Haben wir jetzt irgendwo was? Hotel Ewigkeit. Wunderbar. Was war jetzt noch in der Rezeption? Da. Da. Achso, da haben wir nur den. Nur dieses Zettel zu. Das nervt mich irgendwie. Ja, dass wenn man die Sache mal gelesen hat oder sowas, dass die dann immer wieder. Womit genau befasste sich das? Ja, keine Ahnung. Hier jetzt erstmal nichts. Ja. Wo hat denn noch eine Figur gefühlt? Das ist das Hotel. Gut, dann müssen wir hier mal weiter gucken. Da unten fehlt die Kette. Ja, dafür haben wir aber noch. Da fehlt uns noch eine Kette, ja. Da können wir nicht rein. Ja, dann gehen wir doch da nochmal rein. Ach so, jetzt blutet das Ding, okay. Bitte lass das Kunstblut sein. Nee, das ist wahrscheinlich echt. Geht der Schwan da drauf? Nee, ach so, nee, das ist definitiv nicht. Da brauchen wir bestimmt noch ein Kabel. Danke. Dann geh doch nach hinten. Vielleicht können wir mit dem Haken hier den Stöpsel rausziehen. Da. Guck, ach, oder von dem. Ja, dann nehmen wir halt die Kette. Ist mir auch passend. Ich brauche nicht mehr Wasser, sondern weniger. Zeit, den Stöpsel zu ziehen. Ja, der ist gezogen. Ja, aber. Sicherung fehlt, okay. Zurück? Zurück, genau. Ah, man muss die hin und her schieben, so dass das dann. Ja, das reicht. Bravo, Detective. You're progressing in your quest quite nicely. Are you certain you still wish to help the professor? You'll change your mind when you learn the truth about Project Eternity. Did you know it was even heavily advertised on television? But then one day, it was gone, like it had never existed. What was it about? Kann er das nicht einfach so erklären? Nee. Was in aller Welt würde einen Mann Menschen dazu treiben, all dies zu erfinden? Keine Ahnung. Keine Ahnung, genau. Ja, dann auf zur Bar. Aufgabe erledigt, bitte die Hotelbar. Ich yeah. könnte gut einsteigen. Hallo. So langsam glaube ich, dass dieser Schurke an allem herumhantiert hat. Ach, mach Sachen. Ja, dafür, deswegen sind wir Detective. Ziehe die horizontalen Riegel vom Schloss, indem du die goldenen Kugeln hoch und runter schiebst, sodass sie die Riegel nicht blockieren. Ja, du. Ach so. Also das muss doch auch rauf. So. Ja, damit du den unten hin und her schieben kannst. So. Siehst du? Jetzt kannst du den wieder runter. Ach so, ich muss. Musst du da anklicken. Dann kannst du die alle nach unten machen. Dann kannst du und die kannst du alle raufziehen und so weiter. So, dann kannst du den rausschieben. Kannst du die alle. Das war wirklich. Ach, guck mal.
Jetzt haben wir eine Sicherung. Die Sicherung. Was soll das denn jetzt schon wieder? Ein Geist. Danke. Das kann kein Zufall sein, ja? Ich habe etwas gesehen. Ich auch. Ja. Yeah. Sollen wir erstmal gucken, dass wir uns hier mal schlau machen. Genau. Anmeldung Projekt Ewigkeit, okay. Ach, das können wir einfach so anfassen. Die Flasche nehmen wir mal mit. Genau. Das ist das. Das ist das. Sonst haben wir nichts. Okay. Dann gehen wir jetzt wieder. Weil wir brauchen wo die Sicherung am Waschbecken. Jetzt kannst du. Jetzt können wir da das Kabel rausziehen. Dann können wir dieses. Es muss halt alles kaputt gehen. Ja, da dran. Lieber Professor Reynolds, vielen Dank für Ihre Unterstützung. Ihre großzügige Spende wird dabei helfen, Projekt Ewigkeit wahr werden zu lassen. Gemeinsam werden wir eine bessere Zukunft erschaffen. Duke Callahan. Also dieses ganze Rumgeschmiere, kann er nicht gescheit unterschreiben? Ja, ne? Ja, so fassen. Brauch mal einen Hammer oder sowas. Ah, du kannst mal das... Das da mal aufmachen, was haben wir denn da? Was haben wir denn hier? Okay. Duke, guck mal. Ja, Duke Callahan. Da! T. Irving. Das ist da der Tobi. Der Tobi. Ja, bestimmt. Das Fehlgeschlagene. Irving? Das ist doch Tobias Nachname. Wer sind diese anderen Leute? Keiner. Oder keine. Oder wie auch immer. So, kannst du jetzt das Radio irgendwie? Oder wo ist denn ist das der Schalter, der... Genau. Da, eine Mausefalle. Wie süß. Ah, die Sprungfeder für da. Ah, das ist jetzt die Figur für da. Cool. Also an sich ist die genial. Dies ist das Audioprotokoll von Projekt Ewigkeit. Erster Eintrag, wir haben offiziell begonnen. Machen wir ein bestimmtes Ewigkeitssymbol. Oder Ewigkeit. Es haben sich bereits einige Probanden gemeldet. Ich habe sie auf die Liste eingetragen. Thanks to a generous financial contribution from Professor Reynolds, we can start today. Dank einer großzügigen Geldspende von Professor Reynolds können wir heute beginnen. $1. To be a complete success. Unsere Werbung scheint ein voller Erfolg zu sein. Was könnte denn Werbung sein? Vielleicht das Poster da hinten? Okay. Entry number 4. Eintrag 4. The Mastergraph collects the combined data of all the subjects. We've been monitoring it closely for changes. Auf dem Kurvenblatt werden die kombinierten Daten aller Versuchspersonen aufgezeichnet. Wir haben es aufmerksam beobachtet, um Veränderungen zu verfolgen. Das Blatt liegt immer noch da. Ja, das wird das Ding sein, ja. Entry. Eintrag 12. Die neuen Geräte sind endlich eingekommen, einschließlich einiger Stethoskope. Entry 20. Time is passing by so quickly, yet we're weeks ahead of schedule. Eintrag 20. Die Zeit vergeht so schnell, und doch sind wir unserer Planung um Wochen voraus. Entry 23. We've tested the latest vaccine, and it works. This formula is revolutionary. Eintrag 23. Wir haben das neueste Heisenmittel getestet und es funktioniert.
Diese Formel ist revolutionär. Entry 30. Subject Terrence is in the first stage of treatment. The initial reports look promising. Eintrag 30. Versuchsperson Terrence in erster Phase der Behandlung. Erste Berichte sehen vielversprechend aus. Entry 35. Subject reported feeling happy. He said it's like he's been reborn. Eintrag 35. Versuchsperson gibt an, glücklich zu sein. Sagt, es sei wie eine Wiedergeburt. Entry 48. They're all dead. It's over. This is my final entry. Eintrag 48. Sie sind alle tot. Es ist vorbei. Dies ist mein letzter Eintrag. Vorbei. What was that? A hammer? It's moving! No! Please, no! Was war das? Ein Hammer? Er bewegt sich! Nein, bitte nicht! Ah, Hilfe! Entschuldigung, der Soundeffekt. Das haben wir so nicht gehört. Das haben wir so nicht gehört, aber ihr habt das so gehört. Pling! Also den A, den Korken brauchen wir auch. Korken brauchen wir immer. Ja, immer und überall brauchen wir Korken. So, ich glaube, dann sind wir hier soweit fertig. Ja, hallo Geist. Die sind alle zu Geistern geworden. Ja, ja. Ich glaube nicht, dass das der Maskierte war. Also, wie ist das passiert? Ja, keine Ahnung. Was hier in die Bar, ne? Ja, in die Bar. Dann können wir da das Ding zerschneiden mit dem... Ohne, dass wir uns selber schützen müssen. Sonst immer brauchen wir dafür eine Serviette oder ein Tuch oder Handschuhe. Ja. Genau, ja. Ich dachte, ich muss noch was machen. Ja, jetzt musst du bestimmt noch was machen. Willst du denn jetzt schon wieder Puzzle-Hinweise? Mach doch erstmal Info. Nö. Interagiere mit den Elementen des Minispiels. Wenn du nicht weiter weißt, benutze einen Tipp. Drücke auf erneut, um von vorne zu beginnen. Okay. Drück halt mal auf die 1. It's always a pleasure to see you, Detective. How are you feeling? I've prepared something special for you. Solve this puzzle. If you do, I'll let you see the professor. He's just in the next room. Gesundheit. Ja. Aha. War die schon mal? War nicht das erste ein Hund? Ach, das war ein Fisch. Achso. Ach so. Die Sachen passen zueinander. Das heißt, also wenn du einen Vogel hast und den... Die zum Beispiel? Blume und Schmetterling. Den Vogel. Genau. Bloss haben wir nicht. Und da ist, genau, achso, eine Lupe oder so? Aha, genau. Eben so. Der Haken und der Fisch, so. Auto. Das ist auch cool. Ah, ja. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 3, 5, 2. Da haben wir ein N. Das musst du wahrscheinlich da oben dazulegen. Okay. Da. Ah, die muss man jetzt dann alle wieder in die entsprechenden. Wenn ich das jetzt...
Ja, ich weiß, das macht überhaupt keinen. Ja, ich schätze, nimm mal zurück. Erst nochmal alles rüber. Hm? Jetzt rauf. Jetzt rüber. Runter. Rüber. Dann ist das nämlich schon mal weg. So. Kannst du das? Ja, rauf. Darüber. Auf. Rüber. So. Jetzt kannst du. Muss da nicht noch irgendwas? Warte. Das? Alles runter. Rüber. Rauf. Ah, dann ist der schon mal. Dann ist, und jetzt kannst du das einfach. Genau. Das ist auch ganz nett. Ja. Jetzt musst du wahrscheinlich die Dings noch aufmachen, die 6 anklicken. Also, Spritze und Dings, und was könnte dann passieren? Ja, mach. Nee. Da machst du jetzt die da und jetzt. Aha! Stimmt einfach. Ah, die musst du. Kannst du jetzt nach oben schieben? So, und jetzt kannst du die aber 2 miteinander tauschen. So, genau. Das ist halt ein Schädel. Der muss da runter, ne? Ja. Das da. Ja. Und dann darüber. Ja, noch eins. Wir müssen hier rein oder so. Genau. Ja. Ja, ganz. Das da dahin. So? Nee, das da war da richtig. Das da. Genau, so. So? Ja. Das da ist die Nase, die muss dahin. Ja, und? Ja, das, ich sag's doch nur. Mir ging's jetzt um die anderen Sachen. Ja. Aha, ein C. Ah, okay, wir müssen jetzt die. Okay, die sind richtig. Das sieht zumindest so aus. Dreh das mal. Und jetzt drehst du das. Und noch eins, nochmal. So. Und das ist dahin. Das muss ja hier weiter rein, ne? Genau. Also aber das da muss richtig, das ist dahin. Ja. Dreh die nochmal, weil das da kommt wohl wahrscheinlich hier hin. Also das da muss dahin. Hm? Also was soll ich jetzt? Darf ich? Weil sonst. Ja. Ja, Entschuldigung. Das muss hier hin. So. Was ist das? Schon, Entschuldigung. Aha. Tänzer? Wahrscheinlich. Irgendwas fehlt jetzt noch. Oh no. Oh. Ich muss da nochmal auf irgendeine Zahl drücken oder so. Ah. I'm nothing, if not a man of my word. Okay. Zum Korridor. Halt sie durch, ich komme! Tu sie das nicht, stopp hier! Ja, wir haben ja kurz mal gesehen. Okay. Es lädt. Gelange mit dem Fahrstuhl in das Untergeschoss. Ich muss hinunter und den Professor retten. Wie finde ich nur heraus, wer hinter dieser Maske steckt? Keine Ahnung.
Uhren fehlen Batterien, sieht so aus. Nix funktioniert. Das Tresorrad wurde entfernt. Hoppala. Ach, guck mal, eine Batterie. Teilnahmeantrag. Irving. Moment, bedeutet das etwa, dass Tobias Irving Teil des Experiments war? Mein Gott. Das fällt dir jetzt erst auf. Holla. Dann bin ich froh, dass ich diesen Schritt nicht zu Ende geführt habe. Ich muss herausfinden, wer dieser Maskierte war. Er ist. Ja. Ja, da fehlt uns wahrscheinlich noch irgendwas dafür. Aber jetzt haben wir die Batterien. Wichtigen Batterien. Die haben wir auch gleich wieder gekriegt. Ist ja nett. Super. Ein kleines Zahnrad würde mir hier weiterhelfen. Warum befindet sich immer alles, was ich brauche, woanders? Ja, das ist so gewollt ist. Bin hier nur mit Zugangskarten. Brauchen wir die Leiter woanders? Das können wir nochmal zurück. Ich gehe mal auf die Karte, da steht doch bestimmt drauf, wo wir. Ah. Schlechter Schütze. Also da brauchen wir die leider. Können wir noch ganz nach vorne? Vielleicht will er da auch noch irgendwo schießen. Genau. No. Oh, mein Gott! Ganz ehrlich, ich hasse Clowns. Gibt es etwas Gruseligeres als ein Kinderzimmer wie aus einem Horrorfilm? Ich hoffe nur, dass keine Kinder Teil dieses Projekts waren. Ja, irgendwie muss man ja wohl krank werden im Erwachsenenalter. Ja. Wenn man so eine Scheiße hat. Wahrscheinlich ist das die Mutter oder der Vater oder so. I didn't forget about you, Detective. Children are such nice creatures, aren't they? So much better than professors. Und wenn die Kinder sowas hier in der Kinderwiege schon haben. Ja, dann. So eine Pfeife, die da irgendwas. Ja. Wollt ihr noch ein bisschen Fernsehen gucken? Können wir die vielleicht. Skorpione, da fasse ich nicht hinein. Dann knebeln wir die halt. Ja, genau. Ja. Ich hasse das. Ah, das ist verrostet. Da können wir mit dem Rostspray. Es ist aber auch. Bah. What the fuck? Heißt. Rechnet man ja auch überhaupt nicht. Hätten wir die nicht verrostet lassen können. Ja, ne? Die Leiterplatte fehlt, okay. So, da unten fehlt noch ein Schlüssel. Nee, und da die Scheiße will ich überhaupt gar ja, nicht. Ja, soll ich weitermachen. Wieso? Ja. Als ob das... Fehlt der Korb? Was ist das denn? Das, die Antennen da nehmen wir noch mit. Ach, da ist jetzt noch eine Spinne dran. Ja, das ist viel ekliger, als einfach nur das Netzwerk zu machen. Deswegen, ja, dann kannst du hier dieses Ding. Da ist ein Schlüsseldingensbums. Ah, da können wir in dem Tresor was. In dem Trosett. In dem Trosea. Yeah, ja, oder? Genau. Geradeaus. Alter, was ist da. Das für ein Kack? Ah, wir müssen ordne die Plättchen anhand ihrer Farben an. Ein Plättchen kann nur auf ein angrenzendes freies Feld bewegt werden. Ah, okay. So, na gut, dann mach du das halt. Ja, hallo? Das ist auch Schiebegedöns, okay. Ja, natürlich. Ja, ist okay, dann.
Blub, 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 blub. Tisch auch noch. Also geht ja nicht anders. Holen wir mal da Sachen her. Dann machen wir einmal rundherum, bitte. Blub, 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 blub. So. Kann ich auch. Ja, dann mach du. Ich will auch. Dann muss ich ja erstmal wieder. Ja. Wie soll man die denn irgendwann da rauskriegen? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Hier staut's doch überall. Außerdem müssen die Roten doch darüber. Ja, eben. Warte, wann kann ich das nochmal zurücksetzen, als ob das irgendwas helfen würde. Ich muss halt gerade selber nur gucken. Außer ist tatsächlich so, dass Rot auf die Seite gehört und Blau auf die andere Seite. Ja, aber warum sind dann hier... Ja, das weiß ich auch nicht. Weil hier Rot ist und da Blau. Ja, aber du kriegst, wenn du das falsch, damit du das hier rausschieben kannst, dann kannst du das aber nicht mehr weiterschieben. Weil kein freies Feld da ist. Weil die Scheiße kriegt man dann auch noch. Dann hast du hier. Eben, und dann ist alles voll, dann kannst du nichts anderes verschieben. Deswegen gehe ich davon aus, dass die einen. Dass Rot tatsächlich auf die linke Seite gehört und Blau auf die andere Seite. Also so weitermachen, oder was? Ja. Jetzt muss ich ja erstmal wieder Platz haben. Ja. Ist das überhaupt machbar, ja, dass du die gescheit austauschen kannst? Hey, du musst halt immer sozusagen im Wechsel sozusagen die rumlaufen lassen. Das heißt, so, 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 so. Da will ich ein rotes dann reinmachen. Zup, 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 so. Quark, oder? Ich weiß nicht, was darum wollte ich. Hä? Ach so, dann kriegen wir die auch da so raus. Okay, dann kannst du ja jetzt wieder nach Programm fahren. Jetzt kann ich dann das Blau tatsächlich darüber kommen. Ja, aber wahrscheinlich dürfen sich nur die gleichen Farben überspringen oder so.
Ja, wahrscheinlich so irgendwie. Ja, dann. Oder halt das... nur so. Genau. Und nicht einfach quer. Ja, deswegen. So, dann das. Das. So. So geht das dann... natürlich. Genau. So, dann kann man das auf der Seite auch so mal machen. Ja. Da will ich Rot drin haben. Das mal da raus. So. Rot da rein. Dann dich da rüber. Du dahin. Das. Du so. Und Rot da rein. So. Rot. Rot. Blau, rot. So. Dann probieren wir das jetzt mal. Blau kommt hier, bleibt hier. So. Dann das da mal rüber. So. Und jetzt hättest du. Ja. Was denn? Nichts. Ach so. Ja, dann. Ja. Genau dahin. Jetzt kannst du noch das Rote da drüber springen, oder? Genau so. So. Achso, du meinst so? Okay, dass man welche überspringen kann, wussten wir natürlich nicht. Da, Zahnrad. Okay. Haken. Ah, den brauchen wir dann. Seil. Ja, und jetzt? Ja, der Rest ist nicht wichtig. You thought Douglas was so nice. How naive. He's involved in this project just as much as the professor. He couldn't resist the temptation. But it serves him right. He finally experienced what his test subjects went through. Aha. Der Maskierte dachte, dass Douglas in dieses Projekt verwickelt war. Hat er also doch den Tod verdient? Ja. Gute Frage. Okay, jetzt haben wir ein Taschentuch. Oh, man weiß ja nie. Vielleicht für die Spinne oder so. Ja, genau, für die Spinne. Weil ich ja unbedingt scharf drauf bin, dass wir da nochmal hinkommen. Ja, ne? Ja. Mir ist das recht, wenn alle Clowns geköpft werden. Das ist. Zumindest diese Art von Clowns. Diese Psycho-Clowns. Deswegen muss man nicht in den Zirkus gehen und die terrorisieren. Ja. Weil die Zirkus-Clowns sind ja was anderes. Genau. Glaube ich. Hoffe ich. Ich mag sie trotzdem nicht, aber. So. Bitte nicht so oft klicken, wir wissen nicht, was. Kann man den Puppenarm, aber ich weiß nicht. Oder, warte mal, vielleicht können wir mit dem Puppenarm. Wo war das Ding hier? Ja, da kommt auch wieder was raus. Du.
Ah, da hat jemand Voodoo. Gewoodoot. Ah, okay, wir brauchen nur die Wimmelbild. Yay. Okay, ein Verband, ein Kissen, eine Schildkröte, Brille, Steckpyramide, Boot, Teufel, Stern, Flamingo, Drachen, Sonne und Stethoskop. Aber wir müssen die Bauklötze da drauf, damit wir den Drachen zusammen tackern können. Da ist noch so ein... Brauchst du dann nachher erst? Wahrscheinlich. Ja, oben drauf. Da. Ach so. Das ist das falsche Dings. Dann nimm mal die Brille da weg. So. Ja, die dürfen wir nicht benutzen. Dann... Das ist dann... Genau. Okay, was haben wir denn sonst noch? Ein Kissen, eine Schildkröte. Ah, deswegen, da gehört deswegen da noch drauf. Ne, da ist noch ein grünes Ding, müsste dann da rein. Ist das der Teufel? Ne, ist er nicht. Aber das ist die Sonne. Das ist dann für oben drauf. Ein Flamingo. Kannst du das da? Kannst du das Auge drauf tackern? So. Das ist der Teufel da. So, das ist dann ein Flügel. Da muss noch was anderes dran und so weiter. Irgendwie. Ein Drachen und ein Kissen da. So, jetzt kannst du da die Flügel dran tackern. So. Ah, okay. Oh, das ist soweit. Wie schön. Ja, ich sag's nur. Ah, jetzt haben wir die zwei Karten, womit wir mit dem Aufzug Dinge tun können, wahrscheinlich. Wir können auch hier... Du meinst hier einen Cut machen? Ja. Ja, dann machen wir doch hier jetzt einfach das Päuschen von ungefähr einer Woche. Ja, dann geht's nächste Woche an dieser Stelle weiter. Wir hoffen. Im wundervollen Kinderzimmer. Im wundervollen Kinderzimmer des Todes! ja. Wir hoffen, es hat Spaß gemacht zuzuschauen. Uns macht das immer sehr viel Spaß. Ansonsten, ja, wer uns mal live sehen möchte, darf das gerne tun auf twitch.tv/Calebgurth. Da gibt es auch einen Streamplan, mit was und wann wir online sind. Und für alle weiteren Infos am besten hier auch auf YouTube abonnieren und Glöckchen drücken, dann werdet ihr immer informiert, wenn es was Neues gibt. Und am besten noch auf Mastodon folgen, @calebgurth@kind.social. Ja, ansonsten wünschen wir euch noch einen schönen Rest Mittwoch, habt noch eine tolle Woche, bleibt gesund, habt Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss!